Favoriten, herzliche Gratulation. Sensationell. Cup-Sieg, das Double. Wie fühlt es sich an? Ja, unglaublich. Das haben wir uns sicher verdient. Wir haben das ganze Jahr hart gearbeitet, haben auf diesen Moment gearbeitet. Vor allem im letzten Monat, wo uns sicher nicht alles gelungen ist. Aber heute haben wir, glaube ich, auf den Platz können bringen, was uns auszeichnet, unsere Qualität. Und am Schluss haben wir 3-2 gewonnen. Ist mir egal wie, Hauptsache mit dem Kübel nach Bern geholt. Ja, es war 3-2, aber was für ein Match war es? Also, es ist wirklich nochmal richtig spannend geworden, nochmal dramatisch geworden. Es war ein Hexenkessel. Wie war es auf dem Platz? Ja, definitiv, es war vor allem sehr intensiv. Die erste Halbzeit haben wir ziemlich im Griff gehabt, die zweite Halbzeit. Es war sicher zum Teil ein bisschen fahrig, aber wie ich schon gesagt habe, ist mir das ziemlich scheißegal. Der Kübel ist zu Bern und das ist das, was zählt. Der Kübel ist zu Bern und nicht nur der, zwei Kübel sind zu Bern. Kann man schon realisieren, wie historisch das ist. Es ist das dritte Mal in der Clubgeschichte, 125 Jahre. Ihr habt euch alle euren Eintrag in den Geschichtsbüchern heute verdient. Ja, ich brauche sicher noch ein, bisschen, ein paar Tage, bis ich es wirklich realisiert habe. Es ist immer ein bisschen schwierig direkt nach dem Spiel, aber das habe ich jetzt 3-4 Tage noch frei und wir probieren das zu genießen. Mit der Familie, mit der Freundin und ja, ist wirklich sehr schön. Und was passiert jetzt noch? Was passiert jetzt noch heute Abend hier? Ja, das werden wir dann sehen, aber es ist sicher ein cooler Abend. Sehr gut. Genießt jetzt, feiert, herzliche Gratulation. Fabio Lustenberger, Capitano, herzliche Gratulation. Ihr habt das Double geholt, ihr habt euch in Geschichtsbücher eingetragen. Jetzt hier schnell einen Moment, um ein bisschen runterfahren und innehalten. Ja, ich glaube, wir gehen eigentlich raus, habe ich gehört. Und darum haben wir so kurz Zeit hier. Pizza dabei, der Pokal dabei, also glaube ich, ein rundum gelungener Tag heute. Und wir freuen uns, dass wir das Double holen können, dass wir eine Geschichte schreiben können, eine neue Geschichte schreiben, wie der letzte Jahr, glaube ich, Ibe schon ein paar Mal Geschichte geschrieben hat. Und ja, es macht einem stolz, dass wir ein Teil von dieser Mannschaft sein darf. Es war ein harter Fight gewesen. Am Anfang sehr gut gestartet, sehr gut die erste Halbzeit, aber es ist schon, man hat sich schon müssen verdienen heute. Ja, es war ein Cup-Final gewesen, halt, wo es 50-50 ist. Also ich glaube, ja, in erster Linie geht es darum, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, es ist jetzt nicht Zeit dafür, eine Analyse zu machen, sondern wir haben den Cup geholt, wir haben die Meisterschaft geholt, die souverän. Sind Doublesieger und das ist das, was zählt. Ich glaube, das Spiel haben wir nicht groß eingehen. Schlussendlich haben wir ein Goal mehr geschossen und sind für mich total der verdiente Sieger. Ein Finale, ein volles Wankdorf. Wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen? Ja, es ist anders als sonst. Normalerweise hast du ein volles Wankdorf und es ist 95% IB. Und heute ist, glaube ich, 60-40 vielleicht, ich weiß nicht, aber es hat grossen Spass gemacht. Ich glaube, Lugano-Fans und Lugano-Mannschaft haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es Fußballfest war für die ganze Schweiz heute. Ein super Cup-Final gehabt. Und darum, eben, wie ich vorher gesagt habe, sind wir umso glücklicher, dass es mit dem Double geklappt hat, dass wir uns den Titel wiedergeholt haben. Für mich persönlich das zweite Double ist eine riesen Sache und ja, grundsätzlich einfach wirklich Stolz und Zufriedenheit. Für mich persönlich, aber auch für die ganze Mannschaft, für den ganzen Verein. Und ja, historisch, das dritte Mal in 125 Jahren erst. Ja, eben, und wie ich vorher gesagt habe, ich bin zweimal in Dörfer dabei sein. Und das, glaube ich, ist eine riesen Sache. Ist nicht selbstverständlich. Ja, ich glaube, es darf nicht als selbstverständlich angeschaut werden, so Titel zu holen, weil es ist immer eine riesen Geschichte dahinter, eine riesen Arbeit dahinter, über das ganze Jahr. Ich glaube, wir haben letztes Jahr Mitte Juni angefangen, also knapp ein Jahr haben wir jetzt durchgearbeitet. Und darum sind wir sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden und können jetzt, glaube ich, die wohlverdiente Ferien gehen. Yes, und feiert den Titel noch schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals, merci. Hopp, Ibe.